Ich bin Motormama und ich sehe, du wolltest meine Aufmerksamkeit erregen. Wenn du willst, können wir gegeneinander kämpfen und sehen, wer von uns der Bessere ist. Klingt gut, ich warte auf dich. Lass dich nicht von ihrer Stimme täuschen. Motormama ist eine eiskalte Psychopathin. Ich will nicht zu drastisch werden, aber sie frisst ihre eigenen Kinder. Tritt gegen Motormama an, im Kampf um Platz 3, auf der Talk-Tabelle. Ich bin froh, dass endlich jemand gegen andere Gladiatoren antreten will. Wer ist von euch Hampelmännern? Sitzt bloß rum und wartet, bis wir eine Herausforderung haben. Ich
muss sagen, ich freue mich schon sehr auf unseren Kampf. Ich warte schon lange auf einen Fight mit einem echten Krieger. Und da ich dich in Action gesehen habe, glaube ich, dass du mich ins Schwitzen bringen wirst, bevor ich dich kille und deine Leiche fresse. Vorsichtig, Motormama liebt Fahrzeuge. Das hat sie überhaupt erst auf mich gebracht. Oh, habe ich erwähnt, dass wir eine Weile zusammen waren? Musste aber Schluss machen, als sie einer anderen Freundin von mir das Gehirn ausgeleckt hat. Niemand leckt meine Freundinnen außer mir. Oh Gott, das ging zu weit. Das war daneben. Ist mir direkt sauer aufgestoßen. Oh yeah. Diese sexuellen Anspielungen sind ein Abwehrmechanismus. Ah!
Beim nächsten Explosionsgeräusch ist Stoppzeit. Hätte ich's vergessen. Falls du möchtest, dass ich dich nach deinem Tod nicht auffresse. Ich verstehe und respektiere deinen Wunsch und werde ihn komplett ignorieren.